Heute Morgen wurde ich von drei Männern belästigt, die einen aufgespießten Kopf umhertrugen. Sie hielten meine Uniform wohl für ein Zeichen des Adels und verlangten, dass ich "Lang lebe die Republik" rufe, um meine Loyalität zu beweisen. Ich schätze, die dreifarbigen Kokarden sind heutzutage passé. Was habt ihr getan? Ich rief "Lang lebe die Republik". Ein Mann mit Prinzipien. Leben ist wertvoller als Würde. Aber so etwas passiert, wenn man halb verhungerten Narren die Gewalt über die Regierung gibt und blutrünstigen Wilden das Kommando über die Armee. Rui. Ich wollte ihn in eine weit entfernte Garnison versetzen. Doch er muss wohl über sehr gute Beziehungen verfügen. Er ist unberührbar. Aber ihr wisst, wo ich ihn finden kann. In der Kaserne erzählt man sich, dass er und eine Einheit seiner Kumpane diesen Nachmittag zum Grand Châtelet marschieren wollen. Wenn ihm ein Unglück zustoßen würde, würden nur wenige in Frankreich leiden. Meine Karriere sicher nicht. Tja, feilt an eurer Redekunst. Das wird dem Rat nicht gefallen. Wir nehmen gerade einen Mordauftrag vom Militär an. Das wird dem Rat nicht gefallen. Das hatten wir ja schon mal, als wir auf eigene Faust jemanden getötet haben. Nehmen Sie Ihre Waffen. Bloß keine Dummheiten. Kommt schon, Jungs! Bringt mir einen Aufseher! Rui eliminieren. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Zugänge 5, Geheimzugänge 1, Fundstücke 2, Wachen 40. Okay, hier unten haben wir einen Zugang. Da drüben haben wir eine Unterstützergelegenheit, wenn ich das richtig sehe. Okay, wir benutzen mal diesen Zugang und schauen, wo der uns hinführt. Sperrgebiet betreten. Und hier könnten natürlich überall Wachen sein. Okay, wir sind offenbar im Weinkeller. Und hier ist gleich die Unterstützergelegenheit. Was ist mit euch, Jungs? Kann ich euch ansprechen? Oder kann ich euch töten? Oder kann ich gar nichts mit euch machen, weil ich nicht auf derselben Höhe bin? Ich muss euch töten. Und was ist jetzt mit dir? Die Schurken töten. Keine hektischen Bewegungen. Hab ich dich gestört? Na. Nicht bewegen. Macht es euch nicht schwerer als nötig. Wenn sie irgendwas planen, erschießt sie. Dafür geht ihr auf die Guillotine.
Beobachtet sie, Männer! Gott wird euch strafen! Keine Tricks! Das ist unmenschlich! Patriot! Still! Ach du Scheiße. Geduld. Er kann nicht gewinnen. Da hätte ich vielleicht drauf achten sollen. Ich weiß nicht, unter wem ihr dient, aber habt Dank. Dankt mir, indem ihr diese Mauern erreicht und das Töten beendet. Oui, Monsieur. Verdammt, wir kommen nicht mehr hoch. Wir werden gesucht. Verdammt, was für eine Sauerei. Was machen wir mit den Leichen? Wachen befreit. Lass sie liegen. Heute kein Essen. Worauf warten wir? Es laufen noch mehr Verräter rum. Sieh dir diese feinen Pinkel an. Wette, die haben nicht von Wasser und Brot gelebt. So, wir waren hier schon mal. Ich erinnere mich genau, wir sind zufällig hier durchgekommen. So. Die sollen alle getötet werden. Brille. Haben wir gerade eine Brille gefunden? Cool. So. Lala. Wir müssen wahrscheinlich noch ein Stockwerk tiefer. Beiden auch. Hier geht's aber nur nach oben. Na gut, dann gehen wir eben nach oben. Haltet stand, Männer! Macht sie nieder! Beschützt die Gefangenen! Tod den Verrätern! Schlagt sie zurück! Vive la Revolution! Bleibt ruhig! In die Bresche! Haltet die Reihe! Tötet sie alle! Ihr seid das, ich muss eine ordentliche Stammbaum. Aber das habe ich schon besser. So, Artefakte gefunden. 2 von 4. Und wir müssen tatsächlich noch weiter nach oben, wenn ich das richtig sehe. Gott. Noch einer? Er ist auf dem Dach. Guter Junge. Kommt, Leute, nach oben. Ach, komm bitte, Doppelattentat, Bruder. Gemacht. Ist da irgendjemand? Nein. Niemand, den ich kennen würde. Gott, was? Mist! Wer hat dich umgebracht, Antoine? Ich. So, wir holen uns mal ein bisschen Medizin zurück. Wir können sie brauchen. Zweimal Geldbeutel. Schön, dass wir die noch nicht freigeschaltet haben. Wir wollten ja immer gucken in unser Skill-Menü. Haben wir jetzt wirklich kein bisschen Medizin bekommen? Frechheit. Dietriche bräuchten wir auch mal wieder.
Oh nein, wie schlecht. Wow, okay. Die Tür war sehr energisch. Und was finden wir hier? Wie jetzt? Ach nö, das war nur ein Zugang. Bitte. Das ist jetzt dumm. Na gut, zwei Dietriche verschwendet, was soll's. Man verschwendet ja sonst nichts im Leben. Kamen wir da her? Da kamen wir her. Kommen wir da durch? Oder wir können von hier weiter nach oben klettern. Das kann natürlich auch sein. Schaut, Aufseher! Euer Bruder kommt zu Besuch. Möchtet ihr ihn nicht sehen? Na los, Aufseher! Versuchst du wegzulaufen? Bist du ja! Ja, du Bürger! Den Bastard! So, mal sehen, was ihr drauf habt. Aber vielleicht ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Ich lass dich ausbluten! Stirb! Das kann nicht sein, ich war direkt hinter dir. Auch. Überraschung. Das hier ist unser Ziel. Als erstes breche ich dir die Beine, damit dieses Gerät ein Ende hat. So. Eliminieren. Zweimal Medizin. Und gleich holen wir uns unser Ziel. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden, denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Ah, aber verwalten bedeutet regieren und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich, oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Beleidigung, Symbol. Oui, mach dir sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen. Aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Neues Ziel, aus dem Gebiet fliehen. Okay, also Rui stand im Kontakt mit dem Templerorden.
Was jetzt keine allzu große Überraschung ist. $1,500, nicht schlecht. Langsam werden wir richtig reich. Leichte helle Bade. Erinnerung abgeschlossen. Erinnerung 2 in der Sequenz 8. Sie haben mein neues Andenken in der Kammer der Andenken freigeschaltet. Alles klar, ich versuche mir gerade noch einen Reim darauf zu machen, was genau das jetzt eigentlich bedeutet hat, was wir hier in Ruiz' Erinnerungen gesehen haben. Noch werde ich nicht so ganz schlau draus. Liegt vielleicht auch daran, dass ich so lange nicht gespielt habe und ein bisschen aus der Story raus war. So, wie geht's denn hier weiter? Okay, hier schon mal nicht. Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Oh, jucki juckt. Ah. Ah, so. Wenn es immer juckt, mitten in der Aufnahme, und dann traust du dich nicht zu kratzen, weil es immer so coole Geräusche ins Mikrofon gibt, wie... Das ist ein tolles Gefühl. Mindestens so toll wie das Geräusch, das es erzeugt. So. Wir begeben uns zu unserer Hauptmission... Ja, oder hüpfen in irgendwelche Heuballen, das kann man natürlich auch machen, wahlweise ist überhaupt kein Problem. So, gehen wir einfach mal hier durch die gute Stube. So, da sind wir ja schon. Die Hungerzeit. Warum bin ich denn geduckt? Paris ist fest im Griff einer Hungersnot und das scheint alles Teil von Germains Plan zu sein. Finde den Verantwortlichen und setz dem Ganzen ein Ende. Unverbrauchte Sinkpunkte. Könnten wir mal machen. Oktober 1792. Was weißt du über Getreidehändler? Freue mich auf dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm. Warum? Ich habe eine Spur zu Jana. Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dock um. Marie Levesque? Du kennst sie? Die Levesques sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die Einzige, die gegen Germains Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zurzeit Paris erreicht, wird an den Docks am Hôtel de Ville entladen. Klingt gut. Dort beginne ich. Vielleicht finde ich etwas über Madame Levesque heraus. Okay, ich verstehe. Germain hat eine Hungersnot provoziert. Zum Pier gehen. Und wir müssen der ganzen Sache jetzt auf den Grund gehen und die Hungersnot stoppen. Würde ich mal schätzen. Denn keiner mag Hungersnöte. So, wo geht's denn hier zu dieser Kiste? Da. Ja, das dachte ich mir. So, Entschuldigung.